Tattoo-Studio Los Nachos, Captain Horem, das vierte Video, ne? Vierte. Bei mir sind die Lucy und die Coco und heute bin ich dran mit Fragen beantworten. Ich bin ein bisschen aufgeregt. So, alles klar, fangen wir an. Du fängst an. So, dann zeig doch erstmal, was hast du für Tattoos? Was steht da so hinter? Okay, was habe ich für Tattoos? Womit fange ich denn mal an? Ich fange mit dem Arm an. Also, ich weiß nicht, das ist einfach, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der so viel Bedeutung in Tattoos hat. Ja, so, ich habe so ein, zwei, aber das war es dann auch. Ich habe hier so eine Frau, das hat jetzt keine große Bedeutung, dann Totenkopf, die Zeit vergeht, dann habe ich, warte mal, hier habe ich, glaube ich, so Dollarrollen. Das kann man, boah, das ist echt krass grau alles. Das ganze Ding ist ein Cover-Up, also da war mal ein Tribal drunter. Und deshalb, ich hab ganz viele Lasersitzungen damals gehabt, weil das echt scheiße war, das Tribal. Und ja, deshalb, das sind 35 Mal drauf gelasert worden. Das sieht man auch, hier sind so graue Stellen zwischen, wo die Haut keine Pigmente mehr hat. Da ist das halt alles weggelasert worden. Dann habe ich hier innen vom Punisher habe ich die Waffe. Und das war aber, weil das musste schnell gehen. Ich hatte keinen Bock, dass es so lange dauert. Und dann habe ich hier hinten auf den Totenkopf vom Punisher. Ja, so viel dazu. Tattoos sind kein Spaß für dich. Ich hasse es, tätowiert zu werden, Alter. Voll scheiße. Ich finde das auch immer so cool, wenn wir als Tätowierer einen Kunden fragen so, und alles okay bei dir? Und wenn ich dann selber da liege und der Tätowierer mich das sagt, dieses blödes Arschloch, du tust mir gerade voll weh als Maul, weißt du? So, dann habe ich den Namen von meiner Mutter. Ja, dann geht mal weiter. So, dann habe ich den Chucky, das ist das Partner-Tattoo mit meiner Frau und der Chucky hält ein Messer und in dem Messer spiegelt sich Tiffany und Tiffany ist die Freundin von Chucky und meine Frau, die Andi, hat also Tiffany und die Tiffany hält ein Messer und da spiegelt sich halt Chucky drin. Ah, das ist cool. Ja, das passt auch ganz gut zu euch beiden. Ich meine, ihr kennt ihn ja. Ne? So, dann habe ich hier, das ist meine Frau und die sitzt auf meiner ersten Harley Davidson, das war eine Fatboy. Dann habe ich hier einen Song, also eine Passage aus unserem Lied. Ja, hier habe ich ein Tribal. Das habe ich mal vor zig Jahren machen lassen. Ich brauche ein bisschen für das ganze Zeug. Dann habe ich auf den Schienbeinen so Sketch-Sachen, die will ich jetzt nicht extra zeigen. Jetzt muss ich hier so Verrenkungen machen. Unter anderem hat die Anja mich tätowiert. Die hat mir ein Joypad tätowiert von der PlayStation. Ihr beide seid auch noch demnächst dran, ne? Ja, dann habe ich meine Brust, da ist mein Sohn drauf, wie ich den im Krankenhaus küsse. Oh, schön. Dann habe ich seinen Namen hier oben stehen, dann habe ich zwei Löwen, was halt meine Frau und mich dann zeigen soll. Und dann habe ich ganz groß, ich zeige mal meinen dicken Bauch, habe ich ganz groß Los Nachos. Ach krass. Habe ich auf dem Bauch und ich weiß nicht, ob man das jetzt so noch sehen kann. Ich muss mal gucken, links, ob man das sehen kann. Hier habe ich noch den, kann man das sehen? Ja. Habe ich den Motor von meiner Harley. Ich bin so ein bisschen Harley Davidson verrückt, sieht man gar nicht, ne? Nee, kann ich nicht. Aber dann hat ja doch einiges eine sehr große Bedeutung für dich. Ne? Ja, das stimmt. Eigentlich hast du eigentlich recht. Schon. Eigentlich ja. Das steht alles für deine Frau und für die Familie und so und für deine Liebe zu Harley Davidson. Ja, eigentlich ja. Ja. Also bis auf jetzt immer der Arm, weil das ist echt so viel zusammengewürfelt worden. Mhm. Und ja. Also ich finde halt, wenn man, je mehr Tätowierungen man hat, je unwichtiger wird so die Bedeutung. Ja. Desto mehr holt man da drauf, wie es aussieht. Oder wie man einfach den Platz füllt. Wie man den Platz füllt, ne? Also wie mit dem Joypad. Wir haben geguckt, so passt das so gut da rein und dann, so ist das, ja, so war das. Okay, wie bist du zum Tätowieren gekommen? Boah. Also bei mir ist mein Lebenslauf, ist ja dadurch, dass ich ein bisschen älter bin als ihr, kaum. Man erkennt es auch nicht, ne? So, ist ja natürlich ein bisschen länger. Also die eigentliche Geschichte war, ich muss ein bisschen ausholen. Also ich habe Koch gelernt und habe dann irgendwann eine Milchallergie, also Laktoseintoleranz bekommen. Dann konnte ich das halt nicht mehr machen. Und dann
bin ich durch einen Zufall, hab ich jemanden kennengelernt, habe dann in Köln zwei Bordelle betrieben. Eine lange Zeit, dann war ich eine ganze Zeit lang war ich Stripper. Und irgendwann wollte ich halt das alles so hinter mir lassen. Ne? Ich wollte Familie haben und all sowas. Und habe dann, habe ich damals einen Bekannten gehabt, der hatte eine Versicherungsagentur und der sagte, ja, komm doch zu mir, kannst du mir eine Ausbildung machen. Habe ich gedacht, okay, dann lässt das halt alles hinter dir, machst das. Habe dann das eine Zeit lang gemacht und das war überhaupt nicht mein Ding. So gar nicht. Und war dann eine Zeit lang krank geschrieben. Und in der Zeit habe ich mich tätowieren lassen. Und komme mit dem Tätowierer so ins Gespräch und dann hat er gesagt, so ja, willst du dich bei mir eine Ausbildung zum Tätowierer machen? Und dann habe ich gedacht, ja, ich kann aber probieren. Und dann bin ich bin ein sehr zielstrebiger Mensch und ich habe dann alle möglichen Kurse im Malen belegt, an der VHS war ich, ich habe mir Bücher gekauft, ich habe nur gemalt und wurde dann halt immer besser da drin. Und ja, dann bin ich, dann, ja, dann haben, wir haben uns auf jeden Fall irgendwann überworfen. Ja, wir hatten, und dann bin ich dann raus, dann habe ich erst eine Zeit von zu Hause aus gearbeitet, was aber, also ich hatte auch so ein richtig eingerichtetes Studio, das war jetzt nicht so auf dem Küchentisch oder sowas, sondern ich hatte ein komplett eingerichtetes Studio, auch alles angemeldet und so. Und bin dann, irgendwann bin ich, die Ann hatte eine Nagelfrau, die war in Frechen, aber hier in Habbelrath irgendwo. Und dann bin ich die abends abholen gefahren und habe dann hier den Laden gesehen und der war leer. So, und so bin ich dann an den Laden gekommen. Also dann haben wir dann angeschrieben, das Ding war, boah, das war die Hölle. Der war total, hier war alles kaputt, ey. Und egal, was du aufgerissen hast, wir haben, damals haben wir gedacht, so, ja, wir machen das so 4 Wochen, ist der fit. Ja, scheiße, ey. Wir haben, glaube ich, 300 Monate gebraucht. Und viel, viel mehr Geld, als ich eingeplant hatte. Weil egal, was du gemacht hast, es kam immer irgendein neuer Scheiß. Immer. Ja, und so haben wir dann Los Nachos aufgemacht. Wie lange ist das jetzt her? 6 Jahre. 6 Jahre. Ach, krass. Ja. Nee, 5,5. 5,5. Ja. Und so kam das. Und dann kann ich vielleicht noch was zu dem Namen erzählen, weil viele Leute mal fragen so, wie kommt der Name Los Nachos? Ne? Mhm. Ich hatte einen Hund, der hieß Nacho. Und als ich damals bei der Versicherung war, haben die Leute über mein Facebook-Profil, damals gab es ja Facebook, das war ja damals so wie Instagram und was es heute alles gibt, und das haben die halt immer gestalkt. Und da ich das nicht wollte, habe ich dann meinen Namen geändert in Gordianos Nachos. Mhm. So, und dann habe ich irgendwann meiner Frau Tätowieren beigebracht. Und, nee, eigentlich war das vorher. Also Gordianos Nachos, da habe ich Tätowieren gelernt. Und dann haben ein paar Mädels mich angeschrieben und sowas. Und damit alle Frauen, die quasi mich anschreiben, direkt sie sehen, hat sie sich Gordianos Nachos Braut genannt. Da will also alle direkt sie aussehen. Das klingt nach ja, das ist an pur. Ja, die ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Ne? Und dann hat sie den Andi tätowiert. Und dann sagte der, ich möchte, dass ihr mir einen Sleeve macht und unterschreibt unten drunter mit Los Nachos, also die Nachos, ne? Gordianos Nachos und Gordianos Nachos Braut. Also die Nachos. Und das war einfach dann so, das ist der Name. Hm. Und so, wir haben auf der Webseite auch ein Bild von Nacho, also der ist da drauf. Oh, das ist cool. So, jetzt wie gesagt, ich bin ja ein bisschen älter, deshalb habe ich was mehr zu erzählen gehabt. Ja, cool. Aber wir haben es eigentlich ganz gut hinbekommen. Ja, finde ich auch. Ich ja, meine Mädels, wir wollten eigentlich die Anja noch mit dazu holen, aber das ging gerade nicht und die Anja ist auch überhaupt nicht böse darum. Gut. Ja, ich danke euch für diese Fragen, auch wenn ich jetzt die ganze Zeit erzählt habe. Sehr gerne. Danke fürs Interview. Ich hoffe, einfach hier hübsch sitzen. Ja, das ist doch auch ein gutes Video. Haben sich beide gerade mal hübsch gemacht. Ich auch. Hat's was gebracht. Alles klar. Okay, super. Dann danke und ja, euch allen. Wir haben bald Wochenende. Ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss. Tschüss.